4, aber mit 1:1 könnte man als Trainer gut zufrieden sein. Und jetzt gibt es Freiwurf. Warum gibt es da jetzt keinen 7 Meter? Die Aktion war vorm 9 Meter und sie fiel dann nun mal lang hin. Moment mal kurz. Beide Herren, Coachingzone, Steffen. Ja, die Arbeit muss hier getan werden. Die Arbeitszeit nimmt natürlich der Hinweis auf die Coachingzone. Er hat es vorhin erklärt und jetzt war Schrittfehler, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Und deshalb Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt sehen wir wieder angesagt. Jetzt kommen sie von der linken Seite. Ist so ein Spielzug eigentlich direkt durchgeplant bis zum Wurf? Oder? Weil ich habe das jetzt im Öfteren beobachtet, während des letzten Spiels auch, dass angesagt wurde, dann probiert wurde und dann, oh, ist zu. Und dann hört man auf. Wie ist das bei so einem Spielzug? Ist der durchgeplant? Also er wird bis zum Wurf durchgeplant und dann wird erst die Aktion gefahren, wenn der Angriff klappt und wenn er mal, und dann wird nachher geplant, was ist, wenn nicht, wenn die eine Spielerin mitläuft oder wenn die nicht werfen kann, dann werden Alternativen überlegt. Wo kann ich dann hinspielen? Und so. Das wird dann im Nachhinein. Erst wird der Wurf, also die Aktion geplant, der ganze Angriff, bis dass er erfolgreich wird und danach wird dann geguckt, wenn sie nicht werfen kann, wo sie hinspielen kann, wo sie denn hinlaufen muss. Also in erster Linie wird er bis zum Ende geplant. Oh, da eine riesen Lücke in der Schweriner Abwehr. Völlig freier Wurf von Franziska Nese. Da war ja 3 Meter Raum vorm Kreis und jetzt haben sie es genutzt. Lisa Manta mit ihrem 4. Treffer in dieser Partie 11:23. Das war übertreten. Und deswegen, er pfeift den zurück, also wenn der Spieler übertreten hat, ist der Abwurf vom innerhalb des Torkreises zu machen. Dann macht der Torwart den Abwurf. Genau. Und ein trockener Wurf von Lisa Manta. Ihr 5. Treffer in dieser Partie zum 11:24. Sieben Meter Entscheidung für Grün-Weiß-Schwerin. Es ist der 6. Und nun geht Theresia Meissner an den 7-Meter-Punkt. Und er verwandelt ihn sicher. Es ist ihr 6. Treffer, der 3. Treffer per 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin 12:24. Ja, nun sieht man hier ganz klar, 7 Meter sind kein Indiz für das bessere Spiel. Wir haben 6 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin, nur 2 für Bad Schwartau. Was sagt uns das? Greift Schwerin nicht genug zu in der Abwehr? 7 Meter haben eigentlich. Das heißt, ich würde eigentlich nur sagen, dass sie in der Angriff eigentlich schnell genug sind, dass Bad Schwartau ja hinterher greift, da sie ja dann durch ihre 7 Meter kriegen. Aber müssen noch rein. Also 3 Verworfene ist schon eigentlich zu viel. Und da gibt es jetzt 2 Minuten gegen Patricia Reese.
Und wieder 7 Meter von Theresia Meißner. Erneut verwandelt ihr 7. Treffer in dieser Partie. Der 7. 7 Meter und dabei der 4. Treffer für Grün-Weiß Schwerin. 13 zu 24. Ja, 2 Minuten, 7 Meter. Warum? Ah, einfach war schnell. Außen war frei. Und sie ließ sie auf Deutsch gesagt über die Klinge springen. Also sie lässt das Bein draußen stehen. Auch hier wieder Verletzungsgefahr. Somit die 2 Minuten zu gerechtfertigen. Und 7 Meter, weil sie frei durch war, hätte aufs Tor werfen können. Ihr wurde somit die Torchance genommen. Und damit wird auf 7 Meter entschieden. Nun sehen wir hier doppelte Manndeckung bei Grün-Weiß Schwerin. Einmal die 2 wird aus dem Spiel genommen und die 15 von Bad Schwartau. Haben wir jetzt gedacht, war probates Mittel mit Manndeckung. Und macht das jetzt 2-mal. Und jetzt gibt es 7 Meter für den VfL Bad Schwartau. Und es darf die Nummer 15 selber nochmal. Svenja Glas verwandelt ihn ganz sicher. Aber auch beim 3. 7 Meter erst der 1. Treffer für Bad Schwartau. 13, 24. So, ist es bei, wir haben jetzt wieder gesehen, Spielzug angesagt, ist es in Überzahl noch wichtiger wie in Unterzahl? Oder wie, wenn die Mannschaftsstärke gegeben ist? Also, wenn man Überzahl hat, ist es natürlich leichter. Nicht, ja, es ist mehr Raum da. Man hat einen Mann mehr, man hat von vornherein schon die Überzahl, kann sich die Abwehr dann so hinstellen, wie man es möchte. Dann darf sowas natürlich nicht passieren, dass man da einfach durchläuft. Aber man hat halt mehr Raum, mehr Platz für bessere Angriffe. Wieder technische Fehler übertreten. Es ist zu viel. Einfach zu viel, was an technischen Fehlern ist, Ballverluste, Tippfehler. So. Und er ist auf außen durchgesetzt und Laura Fischer kann den Ball halten und jetzt versucht Schwerin doch mal schnell nach vorne zu spielen. Und der Theresia Meißner völlig frei vom Tor und versenkt ihn sicher zum 15 zu 24. Schön verwandelt. Möglicherweise 15 zu 26 der Spielstand. Und erneut ist es Theresia Meißner, die sieht das Spiel jetzt von Grün-Weiß Schwerin jetzt so ein wenig an sich reißen. 16 zu 26. Es ist zwar erfolgreich, aber vielleicht zu viele Einzelaktionen oder geht bei Grün-Weiß heute einfach nicht mehr? Der Ball läuft zu langsam. Da muss halt mal versuchen, mal über die Einzelaktion. Das ist dann so gesagt, dieser Leader, der im Spiel, der mal das Spiel an sich reicht und versucht, Akzente zu setzen, mal aufs Tor zu werfen, seine Spielerin versucht mitzureißen. Das ist, wie man sieht, auch leichte Bälle sind. Das ist auch mal mit leichten Bällen einfach ein einfaches Spiel. Immer aufs Tor werfen, versuchen von hinten. Kann ein probates Mittel sein. Ja, in diesem Fall ein wenig Erfolg hat es ja gegeben. Man ist dann wieder ein Stückchen rangekommen von Seiten von Grün-Weiß Schwerin. 16 zu 26 hört sich jetzt nicht sonderlich gut an. Aber es sah schon schlimmer aus für Grün-Weiß Schwerin. 11 zu 24 hieß es da. Und jetzt der Ball vom Block ins Aus. Das heißt, es gibt Einwurfecke, gibt es ja nicht mehr im Handball. Sehe ich das richtig? Das heißt den Einwurf von der Ecke. Also umgangssprachlich heißt es immer noch Ecke, aber man sagt einfach Einwurf von der Ecke.
Und jetzt drei Spielerinnen von Bad Schwartau beim Konter mit aufgerückt und die Chance für Theresia Meissner. Tor Nummer 10, 17 zu 26. So, nach dieser Verletzungsunterbrechung kann es weitergehen. Alles Gute an Patricia Reese. 2 Minuten. Hoffen, dass es nicht so schlimm ist. 2 Minuten vor Ende dieses Spiels. Das für Bad Schwartau den Sieg beim Blitzturnier in Schwerin besiegen sollte. Nach dem Sieg gegen Rostock sind sie jetzt gegen Grün-Weiß Schwerin eigentlich auch nicht einholbar. Was kann man sagen zur Erklärung, wenn nicht als beim Handball, wenn der Ball vom Torhüter ins Linien aus, ins Tor ausgeht, dann ist Abwurf vom Torwart immer? Vom Torwart eigentlich immer, ja. Also wenn der hinter das Tor geht, ist eigentlich immer Abwurf. So, jetzt gibt es nochmal 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Lena Besenhardt an den 7-Meter-Punkt. Und er geht an den Pfosten. Aber Grün-Weiß-Schwerin bleibt im Ballbesitz. Steffen, letzte. Und das war nochmal schön hochgestiegen und abgeschlossen. 18 zu 26. Sieht jetzt etwas besser aus, auch etwas aufgeholt von Grün-Weiß-Schwerin. Ist Bad Schwartau einfach müde oder hat Schwerin zu spät angefangen, Handball zu spielen? Nach den 2 Spielen bin ich ein bisschen müde, unkonzentriert. Aber können sie sich auch leisten jetzt. So ist es, 18 zu 15. 27. Der Spielstand? Auf Stürmerfoul entschieden. Und da endet das Spiel 18 zu 27. Grün-Weiß-Schwerin gegen den VfL Bad Schwartau. Wann soll das nächste Spiel losgehen?